Fünf, gell? Also, Buchs braucht er echt gar nicht schneiden, Buchs bricht. Buchs kannst du echt locker. Warte, ich hol dich noch einen Ticken zu mir her. Nein, dann machen wir es. Wir müssen hier sowieso kehren. Also, Buchs kann man wirklich wunderbar so. Es bricht an jeder Stelle locker easy. Das kannst du wirklich so zurichten. Und wir machen okay. Irre schnell. Also, und genau. Weil, also, die Methode, wenn man es dann als zum Binden hat, ist, dass ich eben hier ja keinen Strohkranz habe. Habe ich vorher ja schon kurz angeschnitten, dass viele Leute denken, man kann darauf nicht binden, weil ich brauche meinen Strohkranz und ich brauche eine Unterlage. Ja, man denkt, dass es für die Kerzen Volumen braucht. Ja. Das ist eher, dass du deine Pixies reinsteckst. Das geht damit genauso. Und das haben wir ja aber auch schon telefoniert gehabt, dass man ja dann das mit dem sogenannten Steckdraht sehr gut machen kann. Also je nachdem, wie eilig ich es habe, kann das sehr grob aussehen, wie ich Buchsbaum mache, aber das Schöne am Buchsbaum ist, du siehst es nicht mal. Also selbst wenn du das jetzt ein bisschen schlampig zurichtest, man sieht es nicht. Das Material kaschiert alles. Das ist fantastisch. Buchsbaum dankbares ist Buchsbaum. Von dem her wirklich fantastisch. Und da haben wir schon Körbe bekommen, die wir haben können. Das wird dann schön vorbereitet. Ja. Also, das war Paar Buchsbaum. Wo man dann halt auch das Material, wenn es einfach geht, wenn man genug Zeit hat, aber ich komme also auch